In diesem Video erkläre ich dir die wichtigsten Begriffe zum Thema Gletscher. Beginnen wir mit dem Ort der Eisbildung. Dieses wird Nährgebiet genannt. Die Gletscherbildung selbst kann nur oberhalb der Schneegrenze stattfinden. Hier ist genug angesammelter Schnee, der im Fachbegriff Akkumulation heißt. Die Bildung des Gletschereises selbst wird als Metamorphose bezeichnet, also der Vorgang, wo aus Schnee Eis wird durch Druck und Schmelze. Das Gegenteil des Nährgebiets, also dort, wo der Gletscher gebildet wird, ist das sogenannte Zerrgebiet. Hier schmilzt der Gletscher und fließt dann ab im sogenannten Gletschertor. Also das Schmelzwasser vom Gletscher, ist dieser Abfluss nicht möglich, kann sich eine sogenannte Wassertasche bilden, das ist ein unterirdischer See. Gefährlich sind vor allem die Gletscherspalten, weil oft Schnee darüber liegt. Gletscher selbst, vor allem in früheren Zeiten, zu Eiszeiten, waren große Landschaftsformer. Sie haben Trogtäler ausgebildet. Und das transportierte Material, die sogenannte Moräne, hat auch eigene Landschaften gebildet. Der Abbruch von Eisstücken wird Abkalbung genannt. Und wenn man Luftaufnahmen ansieht von Gletschern, ist ein hell-dunkel Muster zu erkennen im Fachbegriff Ogiven.